Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute am Mittwoch mit meinem Mittwochsminder. Yay! Ich habe es im letzten Video schon erwähnt, am Montag, dass ich meine Binder wieder ein bisschen neu sortiert habe, denn ja, teilweise passt es nicht ganz in die Binder rein, weil das irgendwann einfach zu dick wurde und so. Und ja, dann habe ich das einfach noch mal ein bisschen neu sortiert, sodass jetzt alle Binder ungefähr gleich dick sind und das einfach ein bisschen besser ja, aufgeteilt ist auf die fünf Binder, die ich hier habe. Ich will immer vier sagen, aber es sind fünf. Genau, und deswegen spielen wir heute für den Notgroschen, der ist hier drin geblieben, für meine Gesundheit und meine Sinking Funds, genau. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal durch. Ich habe mir 90 Euro, glaube ich, genommen und hier bereitgelegt, denn das sind ja durchaus alles Töpfe, ja, in die ein bisschen Geld rein soll. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Und genau, wir starten als erstes mit meinem Notgroschen. Und da habe ich als erstes diese lose Challenge von der Steffi von Sally and Tommy. Und hier ziehe ich als allererstes ein goldenes Los. Und schau mal, was das hier für mich bereithält. Der schwarze Strich ist immer noch da. Ja, das ist im letzten Video passiert, am Montagsvideo. Ich drehe die Videos immer, meistens immer direkt hintereinander. Und ja, wir haben die 34 und die Quersumme aus der 34 ist die 7. Das ist doch sehr gut. Das ist eigentlich ein guter Betrag hier für diese Challenge. 7 Euro. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, hier sind gerade noch 3 Euro drin, die ich dann rausnehmen kann. Nee. Ja, okay, gut. 128 sind drin. Plus 7 sind 135 Euro. Ist auch eine runde Summe. genau, dann nehme ich. 3 Euro raus. Pack 10 Euro rein. Macht das Sinn? Ja, eigentlich schon, aber irgendwie bin ich mir gerade unsicher. Also 128 plus 7 sind 135. 50, 100, 120, 130, 135. Ja, passt. Okay. Okay. Dann machen wir weiter. Der Tracker ist vom Spukhaus, aber hier spielen wir das 52 Wochen Sparglas mit den Lebensweisheiten von That Organized Lady. Und ich möchte heute ein blaues Zettelchen ziehen. Und das sagt uns: Wenn Zusehen alles ist, was du tust, dann wirst du deinem Leben dabei zusehen, wie es ohne dich vorbeizieht. Von der Glöckner von Notre-Dame. Und ja, das ist auf jeden Fall wahr. Genau, spare 3 Euro. Die kommen hier heute rein. 18, da müssen wir auf 21 kommen. Nehmen das mal eben hier raus. Also, das können wir schon mal rein. Euro. Und dann schauen wir mal. 20er habe ich hier nicht. Dann machen wir das mal. Okay. So. Dann kommen wir als nächstes zur Candy Witch von der Steffi von Sally and Tommy. Und hier überlege ich gerade. Ich glaube, ich habe heute noch mal Lust zu würfeln. Nächstes Mal möchte ich aber dann auch, glaube ich, wieder mal ein Feld freirubbeln. Ich würfel mit zwei Würfeln, ja. Eine 5 und eine 2. Okay, dann schauen wir mal. Ich habe das mit diesen Stiften ausgemalt. Hier habe ich noch eine 5. Aber ich glaube, eine 2 habe ich gar nicht mehr, oder? Gut, dann würfel ich die 2 nochmal. Eine 3. Ja, hier habe ich noch eine 3. Und dann sparen wir dafür 8 Euro. Okay.
plus 8 sind 117, oder? Ja, 2 Euro raus, 10 Euro rein. Und dann kann ich hier, glaube ich, tauschen. Ich habe nämlich hier noch einen 50er. 10, 20, 30, 40. Nein, okay. 50 Euro. Dann sind hier 102. Ja, 117 Euro. Okay, gut. Und die Challenge kommt auch wieder rein. Okay, dann haben wir die Schule der magischen Welt. Das ist so dieses riesengroße Set von der Peggy von MissCherryBlossom.de. Und genau, hier würfel ich ja erstmal mit einem 20er Würfel, um zu schauen, welches Schulfach wir heute machen. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Verwandlung. Und dann schauen wir mal. Verwandlung. Was dürfen wir denn heute machen? Ich glaube, nee, nicht rubbeln, sondern würfeln. Die Würfel-Challenge ist dran. Okay. In lila habe ich das ausgemalt. Dann würfle ich auch mal hier mit zwei Würfeln einfach. Eine 5 und eine 1, das sind 6 Euro. Und hier müsste ich auch beides noch da haben, ja. Habe ich hier schon mal eine 5. Und eine 1. Und das reicht dann auch schon in diesem Spiel, denn ja, ich möchte lieber noch mehr Geld in andere Challenges stecken, die ich dann eventuell dann demnächst abschließen kann, anstatt hier so viel reinzusparen, wenn das eh noch endlos ist. Also, ja, was habe ich gesagt? 6. Und 71 waren drin, dann sind wir bei 78, nee, warte mal, bei 77, ne? Ja. 77 plus 6. Ein Euro raus und 7 Euro rein. Sehr gut. Dann kommen wir nämlich zur Jahreschallenge von der Susan von Gemeinsam Sparen. Und da habe ich mich diesen Monat für den verwunschenen Brunnen entschieden. Der Umschlag geht hier unten auf. Und auch hier würfle ich mit zwei Würfeln. Das zieht sich irgendwie gerade sehr durchs Video. Zwei Zweien habe ich da schon mal. Ich habe nur noch eine Zwei. Eine 6 und eine 2, dann sind wir schon mal bei 8 Euro. Hier habe ich auch in lila gemalt, okay. Ist das der Stift? Ja. Okay. Und dann überlege ich gerade, ich glaube, ich würfel noch einmal mit einem Würfel, weil, ich habe ja nur noch, also jetzt sind wir schon bei der zweiten Maiwoche und dann habe ich ja noch Maiwoche 3 und 4. Ja, ich würfel auf jeden Fall nochmal. Noch eine 6 habe ich nicht mehr. 2 auch nicht, eine 4. Okay, dann kommen hier heute insgesamt 12 Euro rein. Oder hat der Mai 5 Wochen? Der Mai hat 5 Wochen, naja, dann geht's, glaube ich, wieder. Ich weiß es gerade nicht, aber wir machen jetzt erstmal 12 Euro. Und zur Not muss ich dann mal schauen, wie ich das mache. Okay, der war noch nicht trocken. Ist ja auch logisch, der habe ich gerade erst angemalt. Aber man kann es ja mal versuchen. Das darf mal kurz trocknen. Während ich hier schon mal 12 Euro reinmache, dann nehme ich doch mal den 10er raus. Packe einen 20er rein. Und nochmal 12 Euro. Naja, gut.
Okay, gut. So, wir kommen zum nächsten Topf. Genau, das war mein Notgroschen. Jetzt kommen wir zum Gesundheitstopf. Und da habe ich hier das Drachendungeon. Das habe ich ja letzte Mal im Samstagsvideo gespielt. Ja, genau. Mit meinem Freund zusammen. Und da konnten wir vier Drachen besiegen. Richtig gut. Aber einige Drachen warten natürlich noch darauf, hier ja, besiegt zu werden. Und da schauen wir mal. Ich glaube, ich habe noch sechs oder sieben Karten hier. Ist von Kaffee und Quatsch von der lieben Tanja. Und genau, ich habe das normale Set und das Erweiterungsset und habe das einfach hier dann mit reingemischt. Und ja, da habe ich, okay, den Salonuk. Es gibt nur einen Weg, Salonuk zu besiegen. Würfle, solange du eine 6 hast. Spare die Quersumme aller Beträge. Sechser und Achterwürfel. Und muss ich dann. Ich überlege gerade, also bis ich eine 6 habe. Entweder ich würfel mit dem Sechserwürfel eine 6 oder dem Achterwürfel eine 6. Oder muss ich die Summe 6 haben? Nee, ne? Weil hier steht ja Würfle, solange du eine. Solange bis du eine 6 hast. Okay. Ich mache das jetzt einfach so. Also ich nehme einen Sechser und einen Achterwürfel. Nehme ich mal weiß. Und der Drache hat ja gar keinen Würfel. Okay. Eine 2 und eine 5, das wären 7 € die ich sparen muss. Ich habe keine 6. Ich versuche es ein zweites Mal. Noch eine 7. Ja, gut, okay. Das sind schon 14 €. Okay, ich gebe mich erstmal geschlagen. War jetzt eine kleine kurze Runde, aber ich glaube, das wird ganz schön teuer, wenn ich da mehrmals ja, das nicht schaffe. Ja, wir versuchen es beim nächsten Mal nochmal. Ja, 14 € reichen auf jeden Fall. Plus 14. Dann bin ich hier bei 40. Warte, bei 40 und 13. Also 53. Das war jetzt ein bisschen komplizierter, als es sein musste, aber gut. So, jetzt müsste es eigentlich passen. Wenn hier jetzt noch 3 € drin sind, ja. 3 und die 50 kommen auch dazu. Und der Tracker wieder rein. Okay. Ja, gut. Naja, gut. Nachdem man vier Drachen besiegt hat, muss man sich auch mal hier mit einer Niederlage zufrieden geben. Na, so ist das. Okay. Wir kommen zu Trudi. Das hier ist ein Spiel von Alltagssparen und es heißt, wo ist Trudi? Hier hinter diesen Rubbelfeldern, befindet sich ein Wimmelbild und ja, da müssen wir diese Charaktere hier, sag ich mal, finden und halt den Betrag sparen, der vorne drauf steht und den Betrag sparen, der hier hinten drauf steht. Wir schauen mal. Also, ich überlege jetzt gerade, Kadi und Lu vom Kanal Kalu. Die würfeln das, welche Zahl die hier vorne aufrubbeln. Aber ich glaube, ich möchte einfach irgendwo starten. Und ich würde mal mit diesen zwei Einanfeldern hier in der Mitte starten und als erstes mal 2 € sparen. Und dann mal gucken, ja, was sich dahinter verbirgt. Und ja, ob da noch was quasi auf mich zukommt. Und ich mache das wieder mit dieser Rubbelhilfe, die ich bei der Janette da mitbestellt habe. Womit ich hier, glaube ich, nämlich die Ränder ganz gut wegbekomme. Dann mache ich hier erst den Rand und dann mache ich das mit der anderen Rubbelhilfe, dass ich das dann aufrubbel. So. Okay. Und dann mit dieser hier. Ich würde ja was erzählen, aber ich bin hochkonzentriert und sehr gespannt, was ich hier finden werde. Erstmal glaube ich noch gar nichts. So. Okay. Könnt ihr das sehen? Also hier ist auf jeden Fall eine Figur und
ein Stück Straße, sag ich mal, aber hier kann ich noch nichts erkennen von den Sachen, die hier gefunden werden müssen. Okay, ich mache das nochmal ein bisschen ordentlicher hier. Ich glaube, dann traue ich mich und rubbel nochmal ein Feld frei. Die Frage ist, welches? Vielleicht hier das Zweierfeld. Ja, das lacht mich irgendwie an. Rubbelkrümel geht mal hier weg, damit ich hier wieder Platz habe. Und dann umrande ich jetzt nochmal hier diese zwei. So. Achso, 2 Euro, ne? Muss ich ja hier einsetzen quasi, damit ich das freirubbeln darf. Ah, okay. So. Und hier habe ich auf jeden Fall auch eine ganze Menge Menschen gefunden, aber niemand, den ich finden muss. Okay, ich mache es nochmal kurz ein bisschen ordentlicher. Sind nämlich noch ein paar Reste. So. Ne, für die inneren Monks unter uns. Liebe Grüße an Lean. dann sauge ich das hier mal einmal weg. Und ich belasse es, glaube ich, erstmal mit bei den 4 Euros. Denn ich habe irgendwie Angst, wenn ich dann jetzt noch was freirubbel, dass ich dann noch was finde. Und die Sachen hier sind schon ein bisschen teurer. Aber wir gucken mal. Okay, also erstmal kommen hier 4 Euro rein. Gefunden habe ich noch nichts. Gut. Aber ich gehe irgendwie davon aus, dass die Bilder, die hier drauf sind, jeweils nur einmal darunter versteckt sind, oder? Oder glaubt ihr, dass die da mehrmals drin sind? Weil, ne, irgendwie. Naja, wir werden auf jeden Fall sehen. Also plus 4 sind dann 4 Euro. Steht hier drin eigentlich noch was? Ne, hier ist noch mehr Tracker. Okay. Ja, hier steht halt was, ne? Aber Trudi hat übrigens Geburtstag und möchte mit ihren Freundinnen, zu denen auch Tiere und Wichte gehören, feiern. Unglücklicherweise ist gerade an diesem Tag ungewöhnlich viel los in der Stadt. So kommt es, dass sich alle aus den Augen verlieren und die Partyrequisiten in der Stadt verstreut sind. Finde die Partygäste und das Partyzubehör. Du gehst auf die Suche nach diesem, indem du die Wolkendecke wegrubbelst und den Betrag des Wolkenteils sparst. Findest du einen der gesuchten Gäste bzw. eines der Partyrequisiten, sparst du zusätzlich die folgenden Beträge. Ja, gut, okay. Aber hier ist ja jetzt auch keine Torte irgendwie drauf abgebildet oder so, ne? Nee. Aber dass die Jeanette das nicht zu klein gemacht hat, sondern dass man die Sachen auch noch ein bisschen irgendwie erkennen kann. Aber da gehen wir jetzt mal von aus. Okay, gut. Aber das ist auf jeden Fall, ja, spannend. Ich freue mich da schon auf die nächste Runde. Okay, wir machen weiter mit Owl on the Moon. Und hier habe ich überlegt, ob ich meinen größeren Betrag wegspare, weil sonst bleiben die immer am Ende irgendwie offen. Ich habe hier jetzt noch 25, 30 Euro liegen und wir haben noch die Sinking Funds. Und ich wollte ja auch nicht alles gleich auf einmal besparen. Wie viel haben wir denn hier drin? 13 Euro. Würde sich doch 7 oder 12 anbieten, um den Betrag rund zu machen. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir die 12. Und das male ich in rosa aus. Genau, hier habe ich auch angefangen zu tracken. Plus 12 sind dann 30 Euro. Gut. Nehme ich 3 Euro raus und 15 kommen rein, ja. Okay, das war der Gesundheitstopf und wir kommen zu den Sinking Funds. Und hier habe ich ja jetzt diese Rubbel-Challenge reingenommen von der Susan von Gemeinsam Sparen. Genau, 35 Euro kommen dabei rum. Einfach mal wieder was ganz Klassisches hatte ich Lust drauf. Und genau, hier rubbel ich einfach mal dieses Herzchen hier frei. Und da verstecken sich 5 Euro drunter. Naja. So, naja, einigermaßen, ne?
Kommen hier 5 Euro rein. Und dann habe ich hier noch dieses Wortsuchrätsel von der Andrea von Spaß am Sparen. Und genau, das war aus ihrem... Ach, hier ist Kleingeld. Ach, ich wusste, irgendwo habe ich Kleingeld reingetan. In 5 Euro, also 5 Euro in Kleingeld reingetan. Ich wusste aber nicht mehr, wo. Okay, ich habe die Sonne gefunden direkt. Ja, dann nehmen wir das doch. Das war jetzt Zufall. Da male ich jetzt auch mit rosa und dann wird das hier so rosa und pink. Ja, ich habe da eigentlich noch überlegt, ob ich ein langes oder ein kurzes Wort suchen möchte. Und da ja, ist mir ein Blick auf die Sonne gefallen. Aber gut, das passt ja. So, das darf einmal trocknen. Und dann tausche ich das aber, glaube ich, einmal aus hier. Packe hier 2 Fünfer rein, ja. Okay. Dann kann ich mein ganzes Kleingeld ja gleich einmal zurücktauschen. Ach genau, das waren gar nicht die Stifte, sondern die Kugelschreiber, ne? Weil das hier nämlich, glaube ich, nicht hält. Ne. Ich warte mal noch ein bisschen, ob das vielleicht trocknet. Ich habe hier nämlich noch jetzt sehr viel Kleingeld. 2, 4, 5, 7, 8... 8, 9, 10. Ja, oder wechsle ich nur 5 Euro? Das ist dann immer die Frage, ne? Was ist zu viel Kleingeld und was ist zu wenig? Irgendwie genau passend Kleingeld hat man nie. Ich habe auch schon festgestellt, ich bin nicht die Einzige, der es so geht. Okay, ich glaube, das geht hier jetzt mit den Stiften. Mal gucken. Gut, okay. Hier habe ich nicht mehr getrackt, nein. Bei dem kleinen... Ach, aber wartet mal. Hier können wir vielleicht mal die Worte wegstreichen, die wir schon gefunden haben. Das würde doch Sinn machen. Also, ich hatte schon Tulpe und Sonne. Tulpe und Sonne. Okay. Gut, okay. Das war es auf jeden Fall mit meiner Spielrunde hier heute am Mittwoch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja. Seid doch gerne beim nächsten Mal einfach wieder mit dabei, dann freue ich mich. Und jetzt verabschiede ich mich von euch. Ciao!